Und jetzt sind wir wieder Scott Shelby. Okay, beim letzten Mal wurden wir ja gewarnt, dass wir uns aus den Angelegenheiten des Sohnes raushalten sollen von dem Kramer-Typi. Bin mal gespannt, was er jetzt macht, ob er jetzt eine neue Spur hat oder ob er jetzt immer noch dem Sohn nachgeht. Donnerstag, 11:10 Uhr, 84,63 mm. Oh, ein Uhrengeschäft. Boah, ich würd krank werden bei dem Geticke. Manfred! Manfred? Manfred! Ah, da hinten, da saß doch einer. Bist du da? Da sitzt doch einer, oder? Oh, es geht ab. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Nur eine lange Zeit. In meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Schön, Manfred wiederzusehen. Wie in alten Zeiten. Hier hat sich... Oh. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar. Jo, kein Ding. Ah. Ja, komm, da rein. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Sehr nett. Na dann, hol mal so einen Scotch weg. Also, auf die Freundschaft. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der weiß, mit welchem Modell die geschrieben wurde. Ja, ich denke, der ist eh ein Profi Könntest in seinem du bitte Gebiet. So nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke Klar, herholen? Sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Hier irgendwo? Ah, da liegt's doch. Da bringen wir sie mal. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Oh, ein ganz schön altes Modell. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden. Oder im Keller. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden,
die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Hm. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Hm. Er braucht eine Weile, bis er hingelaufen ist. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Ja, der Typ braucht ganz schön lange. Und die ist voll fasziniert von dem Teil. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Der Name des Mörders könnte in Manfreds Büchern stehen. Lauren glaubt, sie hat den Killer bald. Ich fürchte, das wird eine Enttäuschung. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich würde sagen, gehen wir mal nach hinten, ich sehe lieber mal nach. Hallo? Braucht schon lange. Manfred? Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Hallo? Hä? What the hell? Ja, der Typ dürfte nicht leben. Fuck. Oh mein Gott. Hä, wie ist denn das passiert? Oh mein Gott. Hä? Armer alter Mann. So ein Ende hat er nicht verdient. Ja, toll, jetzt einer durchs Fenster rein und wieder raus, oder wie? Hä? Hä? Oh mein Gott! Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und ja, toll. Was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier Gott. Sein. Also jetzt alles wegwischen, was wir angefasst haben. Ich hoffe, ich erinnere mich noch daran. Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Royals gesucht. Vergessen Sie es. Wir müssen hier raus. Ja, hopp. Okay, erstmal das Telefon. Das hatten wir angefasst. Sehr gut. Telefon. Das Fensterding. Das Fensterbrett und das Fenster an sich. Dann Manfred haben wir angefasst. Können wir da irgendwas machen? Nein. Gut. Dann hatten wir mit Scott Shelby. Oh, du Vollidiot. Mit Scott Shelby. Was war's? Genau. Dieses Telefon hier. Dann. Was hatten wir noch? Die Lupe, das Glas. Lupe, Glas. Wo haben wir Fingerabdrücke hinterlassen? Schnell überlegen. Hier. Alles. Am besten alles von den Dingern. Wir wissen ja nicht, welches uns das war. Okay. Dieses Glas hier. Die Lupe dürfen wir ja nicht vergessen. Die Lupe, das. Die Flasche haben wir gar nicht berührt, das wüsste ich. Aber den Tisch, die Lauren hat sich da auf das Tisch, auf den Tisch gelehnt. Wie lange dauert das denn noch? Ja, nicht mehr lange. Du hast die Drecksfigur noch angefasst. Dreh dich ab. An sich war es das. Fingerabdrücke nicht vergessen. Ich will sie nicht mit reinziehen. Ja gut, komm, die Flasche können wir jetzt auch noch machen. Dafür haben wir noch Zeit. Und ich würde sagen, wir düsen jetzt ab. Das müsste alles gewesen sein. Die Polizei ist jede Sekunde hier. Wir müssen hier raus. Das war's. Gut, lass uns gehen. Sind alle weg? Ja, ich hab geguckt. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier.
Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal ein... Wow, es leckt, okay. Sieh an, Scott Shelby. Oh, Blake. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Ja, das Spiel leckt gerade ziemlich. Wird nämlich gar nicht mehr synchron. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. War jetzt überhaupt nicht synchron. Was ist denn los? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Oh, die kennen sich anscheinend von alten Zeiten. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Wer vernünftig kein Spiel verärgert. Vernünftig. Ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Verärgert, kalt, grausam. Heißt, sind wir mal verärgert, weil die drängt ziemlich. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein, gehen heim und lassen mich mit der Ermittlung weitermachen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Wow! Was macht die denn da? Ah, nee, wie soll man aufhören? Wenn Sie mir nicht helfen, den Mistgeld zu finden, dann mache ich es alleine! Reue schützen, Lauren entschuldigen. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Na komm, geh mal raus. Lauren! Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Beschützen, zärtlich, irgendwas. Erstmal Entschuldigung natürlich. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie.